Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute würde ich gerne ein paar Tags machen und mir ist dieser Block in die Hände gefallen. Und da möchte ich gerne ansetzen. Und zwar habe ich mir überlegt, daraus Tags zu machen tatsächlich. Ich werde eventuell, möglicherweise, ich weiß es noch nicht, wir gucken mal, wie sich das entwickelt, diese Stempel dazu benutzen. Irgendwie werde ich die momentan nicht los. Irgendwie reizen die mich. Ich weiß auch nicht. Seitdem ich die habe, irgendwie kommen die mir immer wieder in die Quere. Ich weiß auch nicht. Ich habe wirklich auch andere Stempel. Ja, und da dieses Papier natürlich sehr, sehr flatterig ist, brauchen wir für Tags ein bisschen was Festeres. Und ich habe hier so ein paar Reste noch hier drin. Ich glaube, ein oder zwei Blätter sind da noch drin. Genau, zwei Blätter. Und die würde ich mir erstmal auf... Oh, auf was für eine Größe schneide ich mir die denn? Die sind wie groß? 5x20 Designs. Okay, wie groß seid ihr? Dann könnte ich daher ableiten. Das sagt mir der Block nicht. Oder ich sehe es gerade nicht. Okay, dann brauche ich ein Lineal. Okay, Lineal habe ich. Ich würde tatsächlich auch gerne diese Seiten hier benutzen. Wie groß bist du denn? 14,89 haut ungefähr hin. Wenn wir auf 14 ungefähr gehen, dann haben wir diesen weißen Rand auch nicht. Und breit ist das Ganze 10,5. Da gehen wir mal auf 9, dann haben wir eine relativ gerade Zahl und wir können noch rechts und links und so. Da haben wir den Rand halt nicht. Wirkt dann so ein bisschen abgeschnitten auch. Finde ich gar nicht so schlecht. Okay, ich schnibbel uns da einfach mal was zu. So, ich habe uns da mal was zugeschnibbelt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und zwar auf einer Größe von 9, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, mal 14 habe ich jetzt. Wie ich gesagt habe, habe ich es gesagt? Ich weiß es nicht mehr. 9 mal 14 ist es. Jetzt können wir erstmal kleben. Ich würde sagen, auf die Frontseite packen wir erstmal das. Und das ist ja gerade draußen. Ne? Jetzt gucken wir mal, was wir noch haben. Oder ob ich nur die nehme. Habe ich da noch eine dritte Version von? Ich weiß es nicht. Das ist das, was wir da haben. Da hätten wir noch eine dritte Version. So. Okay. Wir hätten hier eine vierte Version. Sehr coole Sache. Kriegen jetzt nicht noch eine? Nö. Das war's. Okay, welche nehmen wir doppelt? Ich würde sagen, die finde ich ganz schön doppelt zu machen. Oder machen wir nur die vier? Könnte eigentlich auch ausreichen für das, was ich vorhabe. Wir lassen nur die 4. Komm, das reicht auch. Bedeutet, wir müssen die jetzt erst einmal natürlich festkleben. Schneiden wir sie vorher vor? Nee, das können wir auch danach machen. Oder? Wir machen das danach, wenn es draufklebt. So machen wir es. Kleber. Wir kleben das Ganze jetzt fest. Ich nehme heute mal einen Klebestift. Wobei, wenn das knubbelig wird und so. Nee, wir nehmen das. Ich bin heute ein bisschen wuselig, tut mir leid. Okay, ich muss mal an meinem Haufen hier irgendwas runterwuseln, damit wir irgendwo drauf kleben können. So, ich würde jetzt erstmal das nehmen. Ja, Kleber drauf erstmal. Das machen wir jetzt mal für alle 4. Würde ich das jetzt erstmal lassen. Das Ganze schnibbel ich jetzt ab, also einmal an der Kante entlang. Und dann überlegen wir uns, was wir auf die Rückseite machen. Ich habe schon eine Idee und ich glaube, das werde ich auch umsetzen. Aber erstmal schnibbel ich. Okay, geschnibbelt habe ich das Ganze jetzt. Jetzt sieht das so aus und ich finde das schon sehr cool. Ich überlege gerade sogar, ob ich Journalkarten mache, nur... Es ist ja immer so eine Entwicklung. Man hat was im Kopf und am Ende wird es dann doch anders wie geplant. Wir gucken mal. Was wir jetzt brauchen, ist auf jeden Fall eine Rückseite, weil so möchte ich das nicht lassen oder lasse ich das so? Nee. Und da die Papiere schon eigentlich recht gut harmonieren, finde ich, suche,
wir uns doch mal hier was raus. Dich finde ich ganz cool. Mal weiß würde ich nicht nehmen. Das finde ich ganz cool dazu. Das darf ruhig schon so ein bisschen dunkler hier sein, so wie das. War da noch was zwischen? Was habe ich denn da gesehen? Das hier. Ein Blümchen nochmal, das mit so hell. Da ist mir zu viel los irgendwie. Hier auch. Ist auch viel los. Egal, komm, nimm mal. So. Sind ja genug Blätter drin. Ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall dann schön in die Ecke kleben. Dann ist das mit dem Schneiden gleich auch etwas einfacher. Aber das finde ich schon mal gut. Klebe ich fest. Gut, jetzt sind sie erstmal schön eingepackt, ne? Also jetzt hat das Ganze auch ein bisschen mehr Stabilität, was ich schon mal gut finde. Jetzt ist halt die Überlegung, Karten, sprich Journal-Karten oder wir machen wirklich Tags raus. Was wir auf jeden Fall schon mal machen können, wir können einmal, wenn es denn Tags werden sollen, bestimmen, was nach oben soll und was nach unten soll sozusagen. Ich würde sie ja, so machen. Das heißt nämlich, dass wir die untere Ecke auf jeden Fall schon mal abrunden können. Und dann können wir uns das Ganze nämlich auch noch mal anschauen, wie das wird. Moment, das machen wir mal schnell hier. Ja, doch. Ich glaube, wir machen Text raus. Dafür nehme ich mir ja immer so ein Prototyp, so einer, der schon perfekt ist sozusagen, so ein vorgefertigter und eine Schere. Weg ist er. Da ist er, okay. Und zwar lege ich mir den jetzt einfach hier an. Und dann ist das eigentlich immer perfekt. Ich schnippel das hier jetzt einmal ab. Okay, das war jetzt nicht so gut. Vorführeffekt, ne? Jetzt schnippel ich den Tag noch mit ab. Eieiei. Läuft heute wieder. Läuft einfach. So, jetzt aber. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt muss ich mir eben einen anderen holen, damit das anständig ist, sonst. Oder ich nehme die Ecke und lege die um. Das geht auch. Doch, ich glaube, so lasse ich das. Doch, finde ich gut. Mag ich. Das heißt, das mache ich jetzt auch einmal für alle vier natürlich. Okay, das haben wir auch fertig. Finde ich gut. Mag ich, mag ich, mag ich. Ja, jetzt ist natürlich die Farbgebung ganz klar, für mich zumindest, Distress Ink Vintage Foto. Wir müssen das distressen. Ohne geht gar nicht. Ich finde die echt sehr, sehr schön. Ich mag sie jetzt schon. Was darf bei einem Tag nicht fehlen? Genau, ein kleines Loch. Dafür nehme ich meinen Einlochstanzer. Den finde ich da ganz gut für. Jetzt könnten wir. Also, wir können das Ganze natürlich jetzt ausmessen. Wie viel sind wir bei 6? Das heißt, bei 3. Das ist ungefähr. Also, ich mache das ganz gerne Pi mal Daumen. Ne? Also, wenn ich jetzt anfange. So, das passt doch. Das ist doch okay. Aber sonst wäre es halt so bei 3. So. Jeder kriegt jetzt hier noch sein Löschchen verpasst. Und dann müssen wir mal schauen. Das ist ja alles so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, blumig. Blumig, so ein bisschen Landhaus. Landhaustier. Naja, Landhaus ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber so botanikmäßig. So ist, glaube ich, der richtige Begriff. Jetzt überlege ich gerade. Ich habe ja diese selbstgemachten Sticker. Moment, ich habe da noch mehr da. Ob wir die mit drauf geben. Wir probieren das mal aus. Nun, manchmal geht's, manchmal nicht. So. Oder? So ein bisschen da nochmal drüber. Könnte man machen.
Das war der falsche. Das war schwarz. Super. Aber sieht man nicht, oder? Nee, sieht man nicht. Moment, ich nehme mal noch ein bisschen Distress-Farbe dazu. Ich glaube, das machen wir. Die sind halt nicht ganz, also sehr intensiv von der Farbgebung, die Pünktchen. Aber wenn man nochmal drüber geht, wird das was. So, lala. Dann kleben wir doch auf allen einmal einen kleinen Punkt davon drauf. Das sind im Übrigen Ringlochverstärker. Die habe ich halt selber dekoriert. Und die nutze ich für sowas eigentlich immer recht gerne. Und farblich passt es jetzt einfach, finde ich, ganz gut. Okay. So. Und dann den letzten noch. Dann haben wir das auch ein bisschen ausdekoriert an der Stelle. Muss man aber auch nicht machen. Ne? Jeder immer wie er mag. Und den letzten. So. Ja, doch mag ich. Finde ich gut. Legen wir alles wieder zur Seite. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, doch. Doch, jetzt sieht das auch aus wie Text. Jetzt braucht das Ganze, wie gesagt, ein Bändchen. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Ich finde, das ist irgendwie stimmig. Ich mache das ja immer ganz gerne einfach nur einmal hier durch. Und dann hier oben durch. Und dann ist das eigentlich auch schon fertig. Ich würde hier oben tatsächlich einmal ein bisschen lang, habe ich es jetzt doch abgeschnitten. Ich mache das hier oben immer ganz gerne bei den Bändchen zumindest so. Damit ja, das nicht so aufribbelt. Das tut dieses Bändchen doch schon ganz gerne mal. Und damit das nicht passiert, machen wir das doch so. Guck. Da haben wir unseren ersten Tag fertig. Dann machen wir das doch für die anderen drei auch noch. Dann haben wir auch ein Bändchen dran. Und dann ist nämlich meine Überlegung noch. Dafür drehe ich, nee, bei dem zumindest nicht. Moment. Nee, bei dem hier gleich auch nicht. Das machen wir auch kürzer. Einmal ein Knötchen hier. Und einmal ein Knötchen auf die andere Seite. So. Dann betrifft es nur diese beiden. Ja, weil hier hinten ja so gar nichts drauf ist, war hier meine Überlegung, ob ich zumindest so ein bisschen was mit einer Blume da drauf mache. Deswegen halt die nochmal, ob das nicht stimmig sein könnte. Das gucke ich gerade. Schwierig. Den finde ich, glaube ich, nicht schlecht dazu. Von der Gebung her. Ich lege das mal hier hin, dann kann ich da, während ich hier so einen Knubbel reinmache, da auch so ein bisschen gucken nochmal. So. Oder der mit dem Schmetterling, den finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, der könnte auch ganz gut passen. Die Biene, finde ich, die passt. Die werden wir dazu nehmen. Diese Seite hier nicht. Jetzt ist das Stempelset dran. Ne? Das fühle ich da eher. Also die Biene fühle ich da in jedem Fall. Das ist mir zu groß. Vielleicht auch wirklich nur die Biene. Es muss ja nicht immer so viel sein. Ne? Okay. Gucken wir mal, machen wir vielleicht nur die Biene und Schmetterling dazu. Schmetterling fühle ich nicht, aber die Biene, doch, ich habe mich auf die Biene da eingeschossen, dann machen wir die doch noch. So, noch ein Knüppelchen da rein. Ist halt die Frage, muss ich das mit Stempelhilfe machen oder geht das ohne Stempelhilfe? So, das kann erstmal auch weg, der kann auch zur Seite. Und dann holen wir uns das Bienchen hier erstmal raus. Das ist der auserwählte Stempel für heute. Ist nicht groß, aber kann wirkungsvoll sein. So, Dalle, wir brauchen einmal das. Womit machen wir das denn? Ich habe hier Memento liegen. Nehmen wir Memento. Habe ich so ein Testblatt? Ich habe so ein weißes Papier. Dann probieren wir das erstmal. Können wir so machen.
Können wir so machen. Ich würde sie dort oben hin platzieren. So, hier muss ich einmal das wegmachen, sonst haben wir das gleich überall. Okay, dann einmal das Bienchen. Wir machen nochmal so. Ja. Und dann würde ich sie... Ich mag halt so nicht so ganz so gerne stempeln. Aber hat funktioniert. Okay. Einmal das Bienchen dort. Dasselbe machen wir hier auch. Ist aber auch ein bisschen wenig, ne? Das Bienchen nur. Okay, das hat auch funktioniert. Ich mache mal gleich sauber. Irgendwie fehlt mir da noch was. Rumgesaut habe ich auch. Haben wir da noch einen kleinen Fleck drauf, finde ich gar nicht so schlecht. Passt zu dem Papier. Aber irgendwie fehlt mir noch. Also hier unten. Vielleicht so eine Blume. Vielleicht die doch. Moment. Wenn wir davon nur so eine halbe Blume drauf machen, eventuell. Also nur so. Nur so. Das machen wir. Kommt, machen wir. Einmal den Block. Dann könnten wir dich so drauf geben, oder? Wenn wir das so machen? Ja, komm. Ich hoffe. Naja. Ja doch, guck mal. Doch. Das war die richtige Entscheidung. So ist dann ein bisschen was los auch hinten, aber auch nicht zu viel. Man hat Platz zum Schreiben oder noch zum Ausdekorieren, je nachdem, wie man möchte. Ich würde die jetzt ein bisschen höher setzen. Das machen wir schon mal zu. Das kann wieder weg. Nehmen wir auch weg, müssen wir auch gleich sauber machen. So. Jetzt könnten wir noch ein paar Spritzer oder sowas drauf machen. Das überlege ich jetzt gerade auch. Allerdings kommt es darauf an, wie die Farbgebung sein soll, wo das reinkommt. Da möchte ich euch jetzt einmal was zeigen. Und zwar, ich lege das mal zur Seite, haben wir ja vor ein paar Tagen das mit den Servietten gemacht. Und da habe ich ja das hier gemacht. Platz schaffen. So, da habe ich ja das hier gemacht. So, das klebt da noch fest. Ich habe das noch nicht abgelöst. So ein bisschen ist es von alleine abgegangen. Aber darum geht es gar nicht. Das ist ja der Krakelierlack aus dem Action. Und ich habe ja gesagt, das geht mit der Serviette eigentlich ganz gut und wollte dann eine große Serviette damit machen. Und das ist in dem Fall die hier geworden. Ich drehe das jetzt einmal um. Und dann sieht man das hier schon ganz schön, dass das diese Krakelierstruktur durchbekommt. Jetzt habe ich hier die matte Seite nach oben. Hier habe ich jetzt ein bisschen Farbe. Das ist nicht schlimm. Das kann man alles wieder herrichten. Die brauche ich nicht mehr. Die muss ich nur noch sauber machen. Und zwar habe ich mir überlegt, und ich finde das irgendwie, es ist sehr wild, gebe ich zu, aber ich finde es trotzdem irgendwie sehr passend. Wenn wir das als Buchumschlag bzw. Journalumschlag nehmen, ich muss ja natürlich was hinterpacken. Wir müssen mal gucken, wie groß wir das dann machen. Hier sollen dann die Texte in das Journal rein. Und wir haben ja, deswegen bin ich mir jetzt gerade unsicher, wie wir das hier weiter gestalten. Wir haben ja so einiges schon gemacht. Zum Beispiel diese hier. Die würden da gut reinpassen dann. Ich habe ja auch diese Karten gemacht. Die finde ich bombastisch dafür. Und Moment, ich habe ja noch mehr liegen. Das Papier kommt dann damit rein. Die könnten wir sogar als... Na, das geht hier so ein bisschen unter. Das kann man aber auch vielleicht innen machen. Da müsste ich hier nichts hintergeben. Aber dann ist es ein bisschen dünn. Ich könnte hier nochmal mit mit Bastelkleber drüber. Nee, wir kleben da was hinter. Das ist mir lieber. Und dann hätten wir noch, und da bin ich mir jetzt sicher, ob das vielleicht zu groß ist. Ja, das ist leider zu groß, ne? Außer wir lassen das auf der Höhe. Könnte man ja noch so ein bisschen raustrennen. Ist der andere ein bisschen kleiner oder wir machen einfach einen neuen dazu? Könnten wir auch machen. Und hier habe ich noch ein Blatt. Das
hatte ich auch irgendwann gemacht. Da sind auch diese Stempel drauf. Das ist jetzt nicht ganz so toll, aber das ist ja nicht verkehrt. Das wird einfach distressed, dann sieht das ja auch so ungefähr aus. Und dafür sollen auch die Texte dann sein. Das ist der Plan. Das habe ich mir gerade mal so überlegt. Und ich finde den gar nicht so schlecht. Man hat immer irgendwie so das Gleiche in Anführungszeichen, sprich mit diesen Stempeln. Die sind halt immer wiederkehrend. Und wir können dann, jetzt muss ich hier nochmal rübergreifen, diesen Block mit einarbeiten. Ja, das ist die Idee. Wann ich das mache, weiß ich noch nicht. Aber das ist jetzt meine Idee, was ich mit den Sachen, die wir so die letzten Tage, Wochen gebastelt haben, mit Blümchen drauf und sowas alles, was daraus dann entstehen soll. Das ist die Idee, ja. Aber erst machen wir das Alice-Buch fertig. Also das kleine Journal, nicht das richtige, das braucht noch ein bisschen Zeit. Und ich würde sagen, wir machen dann hiermit weiter. Das ist so ein Sommerbuch. Ja, doch, so ein Sommerbuch. So ein bisschen Vintage, Botanical, Vintage, ja. Guck mal, so heißt doch der Blog auch. Vintage Botanical, so machen wir das. Ich finde die Idee nicht schlecht, für mich zumindest. Ja, von daher würde ich sagen, es ging ja heute um die hier. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt oder das Endergebnis, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis morgen.